Okay, was haben wir drin? Was haben wir drin? Was haben wir drin? Es ist Hosenwürstchen. Sag mal, ist das eine Unterhose auf einem Würstchen drauf? Okay, gut. Wir verwenden es. Ich ziehe diesem Würstchen jetzt eine Hose an. Das ist, ich muss schon sagen, das ist mein Lieblingswürstchen. Yo, yo, yo und willkommen wieder zurück zu Fork and Sausage. Das ist ein Spiel, wo man diesen kleinen Jungen da im Hintergrund sehen kann. Und dieser Junge, der hat Hunger auf ein Würstchen. Und wir müssen jetzt dieses Würstchen nehmen und dann, hier so ein bisschen herumschmeißen, ne? Und dann haben wir es gleich darüber geschmissen. Ich habe jetzt nochmal kurz freigeschaltet, dass man meine Maus auch sehen kann, damit ihr auch immer seht, wie ich werfe. Also, da ist der Junge. Und wir müssen jetzt dieses Würstchen wieder auf die Gabel draufbringen, okay? Das heißt also, wir nehmen das Würstchen. Und schwupp. Okay, perfekt. Man muss das nur anschieben, dann funktioniert das schon ganz easy. Wir müssen also einfach irgendwie dafür sorgen, dass das Würstchen einfach nur irgendwie die Gabel benutzt. Hä? Diese Wand in der Mitte ist einfach gerade von alleine einfach umgefallen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und Würstchenwurf. Okay, der Aufspießer war nicht schlecht, aber die Parabel, die da gerade geflogen wurde, nicht so gut. Okay, war so ein Medium-Ding. Zum Öffnen tippen. Ich mache auf. Und was ist drin? Es ist ein Jelly. Ein wie heißt das nochmal? Ein Joghurt. Nein, kein Joghurt. Das ist ein Jelly. Götterspeise. Okay? Ich glaube, das heißt einfach Götterspeise auf Deutsch. Die heißen doch so. Naja, egal. Pudding. Oh mein Gott, da oben steht es doch. Es ist Pudding. Oder Götterspeise. So. Oh, jetzt muss ich also die Wurst nehmen. Wow. Wow. Was? Ich habe aus Versehen gerade einfach den Pudding vergessen zu benutzen, sondern habe einfach nur so die Wurst draufgeschmissen. Oh Mann, da habe ich ein bisschen zu weit gedacht. Vielleicht kann ich jetzt den Pudding endlich benutzen. Also, ich schmeiße jetzt hier die Wurst über diesen Käse drüber. Dann hier drauf, dann auf die Wurst. Let's go. Oh, komm schon. Oh, 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 nochmal. Bitte. Ja, ja, flieg drauf. Oh mein Gott, niemals. Nein, Würstchen. Oh, komm schon. Komm schon, flieg da drauf. Flieg da drauf, mein kleines Würstchen. Oh, wir haben ihn drauf. Wir haben ihn drauf. Schönes Ding. Gut, gutes Würstchen. Okay, was muss ich da denn jetzt machen? Da oben ist sogar noch ein Schlüssel. Oh, den hat er einfach... Warte, ich habe in diesem Level bisher noch gar nichts gedrückt. Sag mal, muss ich hier überhaupt irgendwas drücken? Der sammelt gerade alle Münzen von alleine ein. Ich hab gar nichts gemacht. Würstchen, sag mal, willst du jetzt von alleine dieses Spiel spielen? Eigentlich habe ich gedacht, dass wir zusammen spielen. Nein. Und truff da. Zack. Okay. Wow. Das Würstchen hat gerade in diesem Level fast alles alleine gemacht. Gar nicht mal so übel. Wir drücken auf Weiter und jetzt gibt's wieder eine weitere Überraschung. Was ist drin? Was ist drin? Es ist ein Toaster und er toastet ein Würstchen. Das habe ich auch noch nie so gesehen, aber es scheint ganz interessant zu sein. Okay. Der Junge ist wieder im Hintergrund. Da ist der Toaster und wir müssen dafür sorgen, dass das Würstchen von hier oben runterfliegen kann. Einmal runterfliegen, bitte. Dann in den Toaster rein. Weiter fliegen, runter und auf die Gabel drauf. Okay, okay, okay. Schönes Ding. Getoastete Wurst ist die beste Wurst. Wobei, ich weiß nicht, ob man Würstchen eigentlich toasten darf. So, wir gehen weiter drauf. Zack, das Ding da drauf. In den Toaster rein. Toaster geht auf. Wurst brennt. Toaster geht wieder zu. Nein! Und nochmal einen kleinen Rettungssprung habe ich gerade gemacht. Die wären nämlich sonst runtergeflogen. Abgeschlossen. Oh mein Gott, da bekommen wir wieder irgendwas Neues. So eine Art Spikeball und hier ein Lippenstift oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Oh, guck mal, wie süß die sich angucken. Okay, und runter mit dir, du Wurst. So, du kleines Wurstchen. Nein! Wo ist er gelandet? Nein, Wurst! Komm da wieder raus, mein Kleiner! So, da ist er. Mein Kleiner, nein! Ah, er ist wieder da! Was? Hey, jetzt hör mal auf, da die ganze Zeit herumzufliegen und ab dafür. Und ab in den Toaster. So, da gehörst du hin. Und zack, da brennt die Wurst aber. Okay, gutes Ding. So, Level 10. 100 Münzen für ein Kostüm. Oh, ich kann ihm was anziehen. Ich werde ihm das hier anziehen. Ein Papierkopf. Ja, ein Papierkopf, den hat er verdient. Ja, er trägt ein. Okay. Dann, kleine Wurst, geh mal in den Toaster rein. Und dann so. Und dann fliegst du da weiter hoch einfach. Los, meine kleine Wurst. Oh, perfekt. Oh, ich finde, er sieht mit seinem kleinen Bötchenhut eigentlich ganz cool aus.
So, weiter geht's. Überraschung. Drück aufs Knöpfchen. Da ist ein Würstchen. Oh mein Gott, das ist eine Säge. Ich habe eine Säge freigeschaltet. Die Säge ist einfach dafür bekannt, dass die Würstchen umbringt. Oh Mann, und das soll eine Belohnung sein. Okay, da ist jetzt gerade sogar das Salz hingeflogen. Ne? Ich muss jetzt natürlich aufpassen, ne? Dass ich da nicht gegen die Säge komme. Nicht gegen die Säge komme. Okay, ich bin auf der Gabel. Zum Glück habe ich keinen Kontakt zur Säge aufgebaut. Oh nein, da ist sie wieder. Schnell. Oh mein Gott. Ich bin einfach ganz knapp dran vorbeigeflogen. Und alle auf die Gabel drauf. Schönes Ding. Besteck muss sein. So. Oh Gott. Bitte nicht. Wabba. Nein. Bisschen schwächer. Wabba. 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 Ich brauche viel zu viele Züge. Wabba. Dann da drauf. Easy, easy going, easy, easy, easy. Wir gehen weiter, wir fahren durch, der Toaster ist zu, der Toaster geht auf, Toaster geht wieder auf, Toaster geht wieder zu. Oh mein Gott, das war ein Level, das war ein Selbstläufer, das war ein schicker Selbstläufer, klasse. Warenkorb, was haben wir da? Boxhandschuhe, oh mein Gott, ich kann mir gar keine Boxhandschuhe leisten, ich bin zu arm dafür, yo. Oh Mann, ich muss noch ein bisschen Geld sparen. Okay, ich muss die Münzen mehr sammeln. Und flieg einfach rüber. Yo, was? Das war ja voll leicht gerade, das Level. Manchmal braucht man den Pudding nicht mal. So. Was ist drin? Oh, der Notknopf. Taste. Okay. Lass mal gucken, ob wir die Taste drücken können. Taste. Nein. Taste. Nein. Taste. Oh, jetzt ist sie gedrückt. Und da unten wartet die Gabel auf uns. Schnell da drauf. Meine kleine Gabel. So. Ist das hier gerade ein Glücksrad, wo der Schnapper das Würstchen ist? Mann, oh Mann, das ist wirklich eine gute Idee. So eins brauche ich auch zu Hause. Drehen! Komm schon, bitte. Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Los! Geschenk, Geschenk, gib mir ein Geschenk. Los, du Würstchen! Yeah! Okay, was haben wir drin? Was haben wir drin? Was haben wir drin? Es ist Hosenwürstchen. Sag mal, ist das eine Unterhose auf dem Würstchen drauf? Okay, gut. Wir verwenden es. Ich ziehe diesem Würstchen jetzt eine Hose an. Das ist, ich muss schon sagen, das ist mein Lieblingswürstchen. So, Lieblingswürstchen mit Hose auf dem Hut. Oder sollte ich eher sagen, auf dem Würstchen-Seitenbauch? Egal. Wir gehen auf den Knopf. Auf den Knopf drauf. Wir fliegen. Bam. Zack. Dann hier der nächste Dings. Übrigens, ist euch schon mal aufgefallen, dass ihr Zuschauer der Typ da hinten seid? Das ist auch einfach ein Zuschauer. Der guckt gerade Livestream einfach. Und ihr guckt danach das Video. Und auf die Gabel oben drauf. Oh, da hinten kommt sogar gleich ein Basketballkorb. Erstmal habe ich hier wieder ein paar Knöpfe zu drücken. Da unten ist wieder ein Schlüssel. Zack, zur Seite. Zack, zur Seite. Oha, wie komme ich jetzt da hoch? Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Wubba. Nee. Seitlich so. Dann seitlich hoch, seitlich runterfallen. Oh, was? Oh mein Gott, guck mal, wie ich da dranhänge. Das ist ja ganz komisch. Ganz, 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 ganz knapp war das. Aber jetzt kommt ein Basketball-Level. Bester Preis, Dynamit. Okay. In der Mitte? Nein. Oben links? Es ist immer in der Mitte links. Oh, Mist. Jetzt mache ich einen Hechtsprung in den Toaster rein. Die Hose wird getoastet. Absturz! Schönes Ding, habt ihr das gesehen? Wie ein Kanarienvogel bin ich da drauf jetzt gerade gelandet. Und aufmachen das Geschenk. Gib mir eine Überraschung. Es ist mal wieder Dunkin'-Zeit. Slam-Dunk-Zeit. Korb-Macht-Zeit. Basketball-Zeit. Da ist ein Basketball. Okay. Muss ich den Basketball auch fliegen? Nee, gell? Ich gehe mit dem Würstchen so. Dann durch den Korb durch und auf das Ding drauf. Ich habe dieses Level gerade nicht so gespielt, wie es eigentlich, glaube ich, gespielt werden sollte. Deswegen, ich versuche es noch mal besser. Ich springe hoch, dann gehe ich da durch und dann bam, puh. Okay, der Basketballkorb sorgt eigentlich nur dafür, dass man schneller auf der Gabel landet. Okay, nicht übel. 425 haben wir. Wir können uns leider wieder nichts leisten. Der Kostümshop ist wieder mal etwas zu teuer für uns. Wir gehen aber mal weiter. Da ist ein Toaster. Ab in den Toaster. Vom Toaster in den Toaster. In den Slam Dunk. Boom! Und ruft das Ding. Schön, schön. So, mal gucken, was wir dann noch so haben. Überraschung. Eine weitere Überraschung wartet mal wieder auf uns. Ein Wohnzimmer. Kinderzimmer freigeschaltet. Oh, yo! Was? Ein Eislevel? Ist das ein Eislevel? Da ist die Wurst aber am Schlittern. So, einmal hier die ganzen Münzen mitgenommen. Schnell, mein kleines Würstchen. Oh, oh Gott. Da
Das arme kleine Würstchen. Hoia! Wow! Und drüber. Okay. Man muss einfach nur in diesen Korb reinkommen. Es ist nicht schwierig. Es ist okay. Was? Wir sind in einem Topf drinne. Topf auf. Komm da raus, Würstchen, schnell, die wollen dich kochen. Ui, da oben den Schlüssel lasse ich mir aber nicht nehmen. Ui, da habe ich mir einen schönen Schlüssel geholt. So, wir fliegen hier durch diese Tuben durch und direkt ins Nesthäkchen. Oder wie auch immer. Wir haben hier ein weiteres Würstchen. Wir fahren dann in den Toaster rein, in den Topf rein. Der Topf, wie können wir den denn verlassen? Oh, wir können den Topf einfach bewegen. Schönes Ding, okay. Und jetzt raus da. Ui, Alter, die ist ja direkt rausgeflogen. Das ist doch super. So, 660 haben wir auf dem Tacho stehen, was die Münzen angeht, Leute. Das heißt also, da ist jetzt eine Bombenparty mit am Start. Wir schauen mal rein, was das Geld so mit sich bringt. Dynamit oder Boxhandschuhe? Ich möchte schon gerne Boxhandschuhe. Ja, ich kaufe mir die Boxhandschuhe. Es sind Boxhandschuhe, diesen mega. Ich wollte schon immer mal ein Würstchen mit einem blauen Augen und blauen Boxhandschuhen sehen. Warum sagt man eigentlich bei blauen Augen, dass es blaue Augen sind, obwohl es eigentlich lila ist? Warum sagt man eigentlich nicht, dass es lila Augen sind? Keine Ahnung. Okay, wir machen jetzt mal hier das Bombenlevel, oder? Was passiert, wenn ich die Bombe berühre? Oh, ich glaube, ich explodiere dann, oder? Kann ich mit dem Würstchen die Bombe berühren? Berühren! Ah, okay. Es ist ein Umbringmechanismus. Hui, schnell weg da! Und ab auf die Gabel. Oh yeah. Meine werten Damen und Herren, das war's auf jeden Fall für die heutige Folge. Ich hoffe, dass euch dieses Spiel gefallen hat. Falls ja, gebt doch einen Daumen nach oben auf dieses Video und werdet ein Würstchen. Wenn du jetzt auf diesen Daumen drauf drückst, dann wirst du zu einem... War ein Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.